Moin moin und herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial, in welchem ich hoffentlich vielen Brettspielern helfen kann. Bevor wir aber mit dem eigentlichen Tutorial anfangen, ich werde hier eine Brettspielfigur aus dem Spiel Massive Darkness bemalen. Die Tipps, die ich euch hier auf den Weg gebe, sind eigentlich auf alle Brettspielfiguren anwendbar, egal zu welchem Spiel diese gehören. Auch werde ich aufgrund des Tutorial-Charakters hier keine direkten Farben nennen, da ihr vielleicht Menschen, Zwerge oder Roboter bemalen wollt und da passt das orkig-grüne ja nicht unbedingt. Es geht hier tatsächlich rein um die Technik und um die Herangehensweise und nicht um eine 1:1 Malvorlage. Auch werde ich aufgrund der Zeit nur einigermaßen oberflächlich alles erklären können, aber für alle Techniken und Schritte habe ich eigenständige längere Videos produziert, die bei YouTube in der Videobeschreibung verlinkt sind und auch direkt hier unten eingeblendet werden. Damit könnt ihr dann die Videos auf meinem YouTube-Kanal direkt suchen und dann auch die genaueren Schritte bei Bedarf nachschlagen. Als allererstes empfehle ich immer, die Figuren vor der Bemalung zu bearbeiten. Viele Miniaturen haben Gussreste oder Nähte, die aus dem eigentlichen Figurendesign herausstechen. Dies wird leider beim bemalten Minis noch deutlicher und das kann den Gesamteindruck doch ziemlich schmälern. Dazu nehme ich ein Skalpell und schneide vorsichtig die Gussreste von der Figur ab. Ein Skalpell empfehle ich auch eher als ein Cuttermesser, da dieses feiner und schärfer ist, was genaueres Arbeiten ermöglicht und dadurch ein geringeres Verletzungsrisiko mit sich bringt. So ein Skalpell findet ihr eigentlich in jedem Baumarkt. Dieses Entfernen von Gussresten nennt man übrigens Entgraten, da man die Gussgrate entfernt. Danach gönnen wir unsere Miniaturen ein schönes Bad in Wasser, welches mit Spüli angereichert ist. Das hilft, etwaige Chemikalien aus der Fertigung von der Oberfläche der Figur zu entfernen, damit vor allem die Farbe, die später raufkommt, besser dran haften bleibt. Sind eure Figuren trocken, sollten sie grundiert werden. Die Grundierung hat den gleichen Zweck wie die Grundierung bei der Lackierung eines Autos oder dem Untergrund in der klassischen Malerei. Diese Grundfarbe verschafft uns auf der Figur eine Oberfläche, auf der die nachfolgenden Farben besser haften bleiben und nicht sofort abgerieben werden, was gerade bei Spielfiguren tatsächlich öfter mal passieren könnte. Natürlich geschieht das Grundieren nicht drinnen, sondern in einem gelüfteten Raum oder am besten außerhalb der Wohnung. Man kann auch mit einer normalen Acrylfarbe grundieren, die man mit dem Pinsel aufträgt, aber glaubt mir, die Sprühgrundierung ist feiner, besser und vor allem schneller. Wenn unsere Miniatur getrocknet ist, setzen wir uns an den Maltisch. Aber was brauchen wir an diesen? Was muss ich mir besorgen? Als erstes benötigen wir natürlich Farben. Aber lasst euch da gesagt sein, ihr braucht nicht massig an Farben, erst recht nicht für den Anfang. Ich benutze hier für mein Modell nur Farben, die ihr normalerweise in einer Starterbox bekommt oder zumindest sehr nah dran ist an dem, was ihr in so einer Starterbox drin habt, und es sind definitiv auch nicht mehr Farben. Also neben einem Starter-Set Acrylfarben benötigen wir Pinsel. Oft ist auch ein Starterpinsel in so einem Set vorhanden. Und wenn nicht, ich benutze hier einen mittelgroßen und einen Feinpinsel. Außerdem seht ihr noch diesen ausgefransten, kaputten, ein Pinsel ist das nicht mehr. Dieser wird nicht an der Figur benutzt und er darf ja nicht mal in ihre Nähe. Diesen nutze ich tatsächlich einfach nur zum Mischen der Farbe. Ja, und leider kann ich keine genaue Angabe machen, wie groß und klein die Pinsel sein sollten, da viele Hersteller unterschiedliche Größenangaben und Namen haben. Daher einfach einen für feine Details und einen mittelmäßig großen Starterpinsel. Wenn ihr mit letzteren vorsichtig seid, könnt ihr natürlich mit denen auch die Farben mischen und benötigt nicht so einen Pinselmutanten wie diesen hier. Als nächstes benötigen wir ein Glas Wasser. Herkömmliches Leitungswasser reicht da vollkommen aus. Außerdem ist doch ein Küchenpapier immer wichtig. Auch wichtig ist eine Palette, denn wir tragen die Farben niemals direkt aus dem Topf oder dem Fläschchen auf die Figuren auf. Ich habe hier meine bewährte Nasspalette gebastelt. Diese besteht aus einem Deckel von einer Tupperdose oder Eispackung, je nachdem, was ihr da gerade im Haus habt. Dazu habe ich einen Waschlappen genommen und zurechtgeschnitten, so dass dieser in meinen Deckel passt. Bevor wir mit dem Malen aber nun anfangen, tränken wir den Lappen in Wasser und ja, er darf ruhig tropfen. Auf diesen legen wir dann ein zurechtgeschnittenes Stück Backpapier. Ganz handelsübliches Backpapier aus dem Supermarkt. Fertig ist unsere Nasspalette. Gerade zu Anfang ist es immer etwas schwieriger, eine Figur beim Malen zu handeln. Daher stecke ich meine Figur immer auf einen Holzklotz, auf den ich einen dicken Klumpen Putterfix geklatscht habe. Auf diesen Klumpen drücke ich dann nun die Figur und kann zur Bemalung wunderbar den Klotz anfassen, ohne die Miniatur selbst mit meinen dicken Fingern berühren zu müssen. Es muss dann natürlich kein Holzklotz sein, ein Farbdöschen oder wenn ihr einen Korken zu Hause habt, das reicht vollkommen aus.
So, nun fangen wir aber doch endlich mal mit der Bemalung an. Als allererstes müssen wir uns überlegen, welche Farben die Miniatur denn überhaupt bekommen soll. Und dann machen wir es uns erstmal ziemlich einfach. Wir schauen, welche Fläche bei unserer Figur am größten ist. Bei meinem Ork zum Beispiel ist es eindeutig die Haut, da er mit offenem Oberkörper rumrennt. Wir haben hier viel, viel Haut, dann etwas Stoff und Metall. Wir malen also zuallererst die größte Fläche an. Dann die zweitgrößte und werden dann immer feiner. Der Vorteil daran ist, dass wir auf diese Art und Weise am Anfang sehr, sehr grob arbeiten können und schnell vorankommen. Wir tragen also die Acrylfarbe in einem dicken Tropfen auf unsere Nasspalette mit dem Mischpinsel auf und verdünnen die mit etwas Wasser, welches wir ebenfalls mit dem Mischpinsel aus dem Wassertopf direkt in diesen Klumpen auftragen. Dann schön vermischen. Wie die Farbkonsistenz im Endeffekt sein soll, müsst ihr tatsächlich für euch selbst herausfinden. Ich denke immer, dass sie etwas dünner als cremig sein sollte, das macht aber auch jeder immer irgendwie anders. Ist sie zu dick, hinterlässt sie physische Farbklumpen auf der Miniatur, ist sie zu dünn, läuft sie in die Vertiefung und deckt nicht wirklich. Da müsst ihr tatsächlich ein klein wenig ausprobieren, da die Farbkonsistenz der einzelnen Farben und Hersteller unterschiedlich sind. Dann nehmen wir den größeren Pinsel, tunken diesen mit der Spitze in die gemischte Farbe auf unserer Nasspalette und tragen diese Farbe nun auf die großen Flächen auf. Wenn ihr merkt, dass nicht mehr genügend Farbe von der Pinsel auf die Figur abgeht, dann nehmt wieder etwas Farbe von der Palette auf den Pinsel auf. Ihr seht, dass diese Farbe jetzt nicht wirklich gut deckt. Das Schwarz scheint durch und es sieht irgendwie unsauber und schlierig aus. Das ist aber auch gar nicht so schlimm und auch gar nicht mal so unnormal. Das passiert bei vielen Farben. Malt erst einmal alle Flächen, die ihr mit der Farbe bepinseln wollt, komplett an. Und wenn ihr jetzt übermalt, ist das überhaupt nicht wild. Malt wirklich super, super grob, damit ihr schnell vorankommt. Dann warten wir, bis die Farbe getrocknet ist und malen noch einmal mit der gleichen Farbe über die gleichen Flächen nochmal rüber. Wenn nach der Trocknung dann immer noch die Grundierung durchscheint, wiederholen wir dieses so lange, bis dies gleichmäßig aussieht. Macht nicht den Fehler und denkt, naja, dann ist sie jetzt viel, viel zu dünn, ich mache sie jetzt viel, viel dicker, weil dann deckt sie ja besser. Die Gefahr, dass ihr aber dadurch die Details eurer Figuren verklumpt, ist da leider sehr hoch, gerade wenn man nicht so viel Übung drin hat. Und natürlich müsst ihr mit der neuen Schicht auch immer warten, bis die untere trocken ist, ne? So ist es dann nämlich garantiert, dass die Farbe hinterher auch richtig schön gleichmäßig deckend ist. Nun reinigen wir unseren Pinsel. Einfach in dem Wasser ausschütteln, aber Achtung, niemals die Spitze auf den Boden drücken. Niemals. Sonst macht ihr euren Pinsel ziemlich schnell kaputt. Also im Wasser auswaschen und danach mit dem Küchenpapier trocknen. Dies so lange wiederholen, bis der Pinsel keine Farbe mehr im Küchenpapier hinterlässt. Und wenn das der Fall ist, kann man auch die Pinselspitze wieder schön mit den Fingern formen, wenn er nass ist. Nun tragen wir die Farbe auf unsere Malpalette auf, welche die zweitgrößte Fläche der Figur einnimmt. In meinem Fall ist das der Stoff, der ein helles Braun oder naja eine dunkle Hautfarbe als Ton bekommt. Diese Farbe wird wieder genauso wie die vorherige verdünnt und ihr macht exakt das gleiche mit dieser Fläche wie vorher mit der größeren, mit einer Ausnahme: natürlich wollen wir nicht die vorher schon angemalten Flächen übermalen. Da müsst ihr jetzt nämlich aufpassen, dass ihr schon angepinselte Stellen nicht wieder übermalt. Natürlich kann man das auch hinterher alles wieder ausbessern, aber wenn man gar nicht erst übermalt, ja, dann muss man das nicht, auch wenn es natürlich nicht immer ganz vermeidbar ist, das ist mir bewusst. Danach wiederholen wir das mit den anderen Farben, also die immer kleineren Flächen anmalen. Diese können natürlich durchaus detailliert werden, weil sie auch immer kleiner werden, weshalb ihr ab einem gewissen Moment auf jeden Fall auf den Feinpinsel zurückgreifen solltet, das ist nach eurem Gusto, da der große nämlich irgendwann einfach nicht mehr genau genug ist. Und immer daran denken, zwischen den Farben immer den Pinsel säubern. Ja, und groß mehr Tipps kann ich euch zur Genauigkeit tatsächlich gar nicht geben. Denn das ist leider der Teil der Malerei, bei welchem man wirklich üben muss. Je mehr Übung ihr habt, desto besser beherrscht ihr den Pinsel und desto genauer könnt ihr dann dementsprechend auch malen. Empfehlenswert ist es auch, dass bei den ganz kleinen Flächen die Farbe einen kleinen Ticken dicker sein sollte, damit die Farbe nicht zu stark fließt. Gerade wenn man, wie hier zum Beispiel, nur Punkte auftragen will, passt das sehr gut. Solltet ihr zu sehr zittern, dann versucht mal die Pinselhand mit der Figurenhaltehand abzustützen. Und, ja, euren Ellbogen mal auf den Tisch zu legen. Probiert einfach verschiedene Körperhaltungen aus. Alles ist erlaubt, was euch irgendwie ruhiger malen lässt. Okay, das kommentieren wir jetzt nicht mehr weiter. Und naja, gut, wenn ihr aber jetzt zum Beispiel auch denkt, puh, es ist aber zu klein und zu fitzelig. Ja, ganz ehrlich, dann lasst doch einfach mal was weg. Nicht jedes Detail braucht eine andere Farbe. Gerade wenn es sich um Spielfiguren handelt. Also habt den Mut zur Lücke und lasst mal Stellen einfarbig. Das habe ich hier zum Beispiel auch bei der Schwertscheide gemacht.
Wenn ihr dann die Grundfarben aufgetragen habt, dann habt ihr definitiv schon eine spielfertige Figur, die mehr oder weniger so aussehen könnte wie dieser Ork hier. Wenn ihr aber noch mehr wollt, aber nicht mehr Aufwand, ja, dann habe ich einen tollen Tipp für euch, wie ihr ganz einfach eure Figur, welche nur die Grundfarben hat, wirklich boosten könnt. Natürlich erst, nachdem alle Farben durchgetrocknet sind. Das sollte sich mittlerweile von selbst verstehen, oder? Gut, wir nehmen ein sogenanntes Wash oder Tone oder Shade zur Hand. Das sind spezielle Acrylfarben, welche stark pigmentiert, aber auch sehr dünn sind. Ich nenne sie im Allgemeinen jetzt immer Washes, aber ihr wisst trotzdem, dass all diese Farben damit gemeint sind. Jeder Hersteller hat einen anderen Namen für. Nun nehmt ihr also ein braunes Wash und tragt dieses mit dem großen Pinsel unverdünnt, tatsächlich diesmal unverdünnt, komplett auf die Figur auf. Malt über Haut, Rüstung, Kleidung, einfach über alles und seid da nicht zimperlich. Wichtig ist nur, dass ihr die Farbe gleichmäßig auftragt und nicht wartet, bis ein Element durchgetrocknet ist, bevor ihr das Wash noch weiter auftragt. Das Wash läuft in die Rillen, dunkelt diese ab und gibt der Miniatur Struktur, ohne dass wir überhaupt wirklich etwas gemacht haben. Es gibt Washes in unterschiedlichen Farben, aber das Braun ist so für den Anfang und fürs schnelle Malen einfach unser 9+Ultra. Et voilà, eure Figur ist nicht nur spielfertig, sondern hat auch noch einen richtig schönen plastischen Effekt, ohne dass ihr wirklich viel Aufwand oder Skill hattet. Je nachdem, wie viel Übung ihr habt, seid ihr recht schnell durch mit der Prozedur, welche in meinem Fall bisher tatsächlich nur 6 Farben benötigt hat. Es bietet sich, gerade bei Brettspielen an, jeden Schritt gleich bei mehreren gleichartigen Figuren auf einmal zu machen. Der Vorteil daran ist, dass die Farben dann bei der ersten Mini immer schon trocken sind, wenn man gerade mit der letzten und dem Schritt durch ist. Natürlich könnt ihr jetzt noch kleine Details malen, wie Augen oder Zähne, die ich mit dem Feinpinsel und tatsächlich recht dicker Farbe wirklich nur als Punkte setze. Aber das ist dann auch wirklich die Kür und erfordert erst einmal eine ruhige Hand. Diesen Schritt braucht ihr natürlich nicht unbedingt sofort machen. Ihr könnt auch erstmal alle anderen Figuren, die ihr habt, auf diesen Stand bringen und hinterher euch dann an die Details ranmachen, wenn ihr der Meinung seid, euch das zuzutrauen. So, ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig weiterhelfen und etwas Licht ins Dunkel der Figurenmalerei bringen. Für weitere Fragen könnt ihr gerne die Kommentarfunktion nutzen und schaut euch meine anderen Tutorials zu all den gezeigten Schritten an. Diese Videos nehmen nämlich diese Schritte noch einmal stärker unter die Lupe. Außerdem würde es mich freuen, wenn ihr mir eure Ergebnisse in Form von Bildern via Twitter oder Facebook zukommen lasst und meinem Kanal auf YouTube natürlich ein Abo dalasst.